Hey, was geht ab, Leute? Was geht, Leute? Willkommen bei unserem Let's Play. Wo seid ihr, Jungs? Den schlechtesten Let's Play an aller Zeiten, die nur Fehler machen. Hey, wo ist Sascha? Ey, draußen, und hier ist ein Creeper gerade explodiert. Ja, wir haben ja kurz einen Test gemacht gerade, und bei Sascha ist irgendwas gegangen. Da ist ein Loch in... Ach du Scheiße. Das fängt ja gut an. Ich geh raus. Das fängt ja mal gut an. Du. Na gut, ich helfe dir beim Reparieren, ne? Muss ja wohl. Muss man alles positiv sehen, guck mal. Hopp. Hier weiterarbeiten. Du musst mich dann mit deinem Gesang motivieren. Sing mal irgendwas Nettes. Ich hab nicht. Hey, lass mich. Mit dem Gesang? Draußen bleiben, ja. Draußen bleiben. Außenseiter, was? Nein, Blausen bleiben. Ah, drin draußen bleiben. Sascha, erzähl mal die Geschichte von Blausen bleiben. Ja, so, als Dimas und ich 17 Jahre alt waren, wollten wir Videothek reingehen, um einfach Filme zu kaufen. Ab 18. Gebrauchte. Ja, nicht unbedingt ab 18, aber wir wollten einfach DVDs. Und da war eine Frau und sie wusste, sie hat gleich gesehen, dass wir nicht 18 sind. Genau. Sie hat die ganze Zeit gesagt, Blausen bleiben. Gesagt ist gut gesagt, sie hat geschrien. Blausen bleiben! Ich wollte nur erklären, dass wir nur einen Film haben wollten. Ich weiß nicht, was das für ein Film war. Aber die hat die ganze Zeit... Das war bestimmt ein Porno, oder? Nein, Mann. Auf keinen Fall. Ja, das kann ich mir gut vorstellen bei euch zwei. Sind nicht solche Jungs, weißt du die? Hier sind zwei kranke, grüne... Wie soll ich die nennen, Mann? Okay, wir brauchen auf jeden Fall Licht da vorne, wie es aussieht. Sonst... Hab ich ein Schwert? Lan. Okay, ich helfe dir. Warte, ich helfe dir. Ich helfe dir. Bam, und du bist tot. Ich muss die ganze Zeit schauen, ob ich aufnehme, ohne Scheiß. Ja, das ist gut so, weißt? Besser so wie andersrum. Ja, wir sind echt schlecht. Also die letzten paar Folgen waren so viele Fehler. Das zeigt einfach, dass wir so unkonzentriert und, naja, unkonzentriert vielleicht nicht, aber dumm. Darf man dumm sagen? Ja, zu uns schon. Ja, aber dumm ist zu krass, finde ich. Aber? Ich würde sagen tollpatschig. Tollpatschig? Komm her, ich mach dich kaputt. Ah ja, komm, lass meinen Bruder in Ruhe. Missgeburt. Mein Bruder. Geh mal weiter. Ja, Sascha, ich habe für dich hier alles repariert und du hast nicht mal ein Liedchen vorgesungen. Das finde ich schon ein bisschen traurig. Ja, ich kann nicht singen. Ja, und man muss ja nicht singen können, um singen zu wollen. Ich kann dir ein Lied vorsingen, aber du wärst nicht begeistert. Sing. Ich sage nur Mama Daya und das war's. Nein, ich will ein deutsches Lied. Mama Daya? Ja. Und kein aus 1960. Sing mal irgendwas von Tokyo Hotel. Ich muss durch den Monsun. Oh mein Gott. Die Plan Comeback, ich glaube, es wird schon was richtig krasses. Ja, die nehmen ja gerade ein Album auf in Los Angeles, habe ich gelesen. Das zweite, oder? Nicht mehr so im Band. Ich glaube auch, vielleicht sogar, ja, einzeln nicht, aber ich weiß nicht. Wahrscheinlich nur die Brüder, ja. Hm. Das wird der Hammer. Eine kleine Frage am Rande. Hat jemand Eimer von euch? Ich hab, ja. Eimer? Ja. Okay, jetzt brauche ich keine mehr. Was anderes. Sascha, ich will dir heute eine wunderschöne, Steinmaschine bauen, wenn du die brauchst. Oder ihr zusammen oder wir. Ich weiß noch nicht genau, wo es am effektivsten wäre. Ich weiß auch nicht. Soll ich die vielleicht da oben reinbauen, in dem Turm, wo der Sascha da gebaut hat? Diesen einen Turm. Da ist so eine riesen Plattform. Hm. Warum nicht da? Aber eigentlich haben wir da schon eine. Unten könnten wir eine gebrauchen. Unten? Ich glaube, wir planen hier schon was Großes. Oder? Ja, also so wie es aussieht, die letzten Male, das wird immer mehr statt weniger. Deswegen würde ich auch sagen, dass wir uns da mal ein bisschen vergrößern, ne? Vergrößern. Ich hab übrigens... Oh Mann, bei uns ist ja alles voll im Keller. Ja, ich hab alles aufgeräumt. Okay, ich hab... Oh, es regnet, endlich! Wo soll ich die denn installieren? Hey! Was hast du nur mit deinem Platz hier vor, wo du gerade abgeräumt hast? Mit wem Sascha, du? Sascha! Ah? Was ist das für ein Platz da, der leere? Wo? Darf man den benutzen? Welchen? Hier! Ja, da wird eigentlich ein Rasen noch gemacht, wollte die mal machen. Ach so, okay, der ist für euch gedacht, oder was? Ja, der wird noch ausgebaut. Für uns, Fabi? Ja. Wie macht man so eine große Box? Eine große Box, du musst einfach zwei Boxen nebeneinander. Okay. Und wenn du Holzkisten ringsrum in deiner Inventar, in deiner Crafting-Box machst,
Einfach so, keine Ahnung, ach so, ich bin so verplant gerade, so verplant. Ich auch, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll am besten. Oh, was hab ich denn? Okay. Also, ich brauch dieses lustige Werkzeugchen. So, ich muss langsam aber sicher mal anfangen damit. Oh Mann, ich hab... in meinem kleinen Zimmer. Am Anfang ist immer so ein bisschen komplizierter, in den Flow reinzukommen. Und dann, ja, nach so 10, 15 Minuten, da geht's ab und man will gar nicht mehr aufhören. Oh ja. Lass ihn bleiben. Ich wollte übrigens alles vertuschen, was die Tokyo Hotel Aktion gerade angeht, ne? Tokyo Hotel, was ist los mit? Ja, wir haben uns fast geoutet. Dass wir Tokyo Hotel Fans sind, ja. Ja gut, aber das ist ja nichts Neues. Wir haben uns gerade voll öffentlich gefreut darüber, dass ein neues Album von denen rauskommt. Also wir sind einfach, wir finden die Jungs cool, aber die Musik hören wir jetzt nicht, ne? Nicht, dass jetzt nicht, dass jetzt jemand denkt, ne? Oh, wirklich, ey. Das Labermann. Ja. Ich hab nicht einmal das angehört. Und das hat sich gerade so angehört, so, boah, wir freuen uns auf das Album und so. Ja, aber so, als aus Interesse ist immer... Wir freuen uns auf jeden Fall für die Jungs auch, dass die immer weitermachen. Ja, du... Okay, ich werde jetzt zum ersten Mal abernten. Ich versuche das zumindest. Also einfach den Hebel betätigen, ne Fabi, und dann warten, bis da was passiert. Genau, dann geht das ganz was und dann wieder einfach den Samen reinsehen. Das geht von alleine nach oben wieder, oder? Ne, dann muss man wieder umdrehen, den Hebel. Ah ja. Was ist das für eine Höhle hier? Oh. Hä? Okay. So. Oh, ich bin gerade voll planlos. Alles klar. Ich habe ein neues Texture Pack, hast du gesehen? Ja? Welches hast du denn? Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber es ist wie so ein Comicladen, jetzt sieht alles aus. Nicht wie bei uns? Ne. Naja, aber nicht besser als bei uns, oder? Na, man muss seine eigene Schiene fahren, weißt? Mitläufer sind zwar manchmal in Ordnung, aber nicht immer. Ja, aber wenn du... Also, bei uns ist schon schön, finde ich. Klar. Ich gehe gleich bei mir auch. In die Hölle. Und versuche, ein paar Steine zu sammeln. Ja, viel Glück. In die Hölle, rote Steine. Wir haben eigentlich rote Steine noch im Keller. Habe ich gerade abgelegt. Links in der oberen Kiste sind 100 Stück, glaube ich. Oh, also, falls du brauchst. Ach du. Du musst ja nicht gleich dein Leben opfern, weil da wirst du bestimmt stundenlang verbringen. Aber ich lasse alles da im Haus. Diesmal will ich da alles verlieren. Ich fange einfach an. Ein Schwert brauchst du schon. Ja, ich baue mir Schwert und dann mache ich Action da drin. So. Unten gehst du in die Hölle. Freiwillig alleine. Ja, es ist Zeit. Ja, das macht Sinn. Es ist Zeit. Ein Arschloch zu sein, es ist Zeit. So dreckig und gemein, wenn du allein bist. Die ganze Welt dreht sich um mich. Ah, siehst du, jetzt singt auf einmal. Ich hab gestern ein paar Interviews von Falco angeschaut. Erinnern Falco? Who the fuck ist Falco, Mann? Falco kenn ich. Der war voll seltsam irgendwie. Aber ja, hast du den wieder mal gehört. Ja. Das war ja alles so eine Vergewaltigungsschiene. Ja, aber der war genial. Ja, schon, seine Stimme war genial, aber seine. Vergewaltigungsschiene? Ja, sein Genie, das war ja voll der krasse Song. Er wurde ja auch verboten bei vielen, bei Radio auf jeden Fall. Echt? Und im Fernsehen lief das zu der Zeit, glaube ich, auch ganz selten oder nachts oder so. Aber eine krasse Stimme, kann man nicht sagen. Hör mir auf. Es war doch genial. Du bist doch bestimmt ein Fan gewesen, oder Fabi? Von Falco? Ja. Ja, ich habe ihn gefeiert. Er hat dich aber nicht gefeiert. Nein, aber ja, ich habe ihn gefeiert, das reicht Weißt du warum? Weil du einer der schlechtesten Let's Player aller Zeiten bist. Ja, aber warum hast du mich die ganze Zeit so fertig, verstehst? Ich verstehe nicht. Man muss halt der Wahrheit ins Gesicht blicken. Ja, aber das ist... dann wird das Leben viel einfacher. Das ist so... Weißt du, so hart. Ah, was? Das ist so hart. Das ist ja nicht böse gemeint, weißt du? Nicht ja, aber weißt du... ich will irgendwie kuscheln in der letzten Zeit. Fabi hat auch Gefühle, obwohl er so groß ist. Okay, also Sascha, wenn wir fertig sind mit diesen Folgen, komme ich zu dir. Nein, nicht mit dir, mit deinem Mädchen, Mann. ich setze eine Perücke auf, kein Problem. Ich will nicht mit dir kuscheln, Mann. Ah ja, komm. Nein. Ich hab auch so lange zusammen, du kommst mir wirklich vor, als wären wir in einer Beziehung. Und Fatsch kommt noch dazu, Mann. Ja, traurig, aber wahr. Ich hab Angebot für dich. Mir sind auch Möpse gewachsen. ich hab doch was vergessen. Ich hab Joghurt gegessen und so. Weich. Weich. Guck mal, Halbi, ich hab schön geerntet und jetzt mache ich auch Samen rein. Ja, das ist sehr wichtig. Vorbildlich, ne? Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Also wer keine Samen reinmacht, der hat den sicheren Tod. Oh, wenn es regnet, dann wächst es viel schneller. Geil? Ja, ja. Viel schneller. Direkt vor den Augen. Übel. Zack, zack, es ist gewachsen. Was machst du eigentlich? Ich mache eine Steinmaschine hier rein.
Warst du nicht gerade einkaufen? Wo? Beim Rewe? Ja. Markus, du bist in Real Life? Ja, ja, nicht Minecraft, Mann. Und was hast du mitgebracht? Kokosnusseis. Kokosnusseis, nein. Ich liebe Kokosnusseis. Ein übelsten Insider-Tipp. Bei Aldi gibt's Kokosnusseis. Bei Aldi? In einer echten Kokosnussschale. Boah, das schmeckt so geil. Das ist so gut. It's so pretty good. Pretty good. Pretty much good. Köstlicher Fisch. Wir haben jetzt köstlichen Fisch am Start. Oh ja, Fisch ist immer gut. Fisch? Von Fisch kriege ich nicht genug, weil ich bin selber Fisch. Und Fisch isst gerne Fisch. Fisch esst Fisch. Ich habe übrigens auch Kommentare wieder mal am Start. Ich weiß nicht, ob ich letztes Mal irgendwelche davon vorgelesen habe. Zum Beispiel, wer bekommt was? Fabi, Burg, Dima, Haus, Sascha, unter der Brücke. Unter der Brücke? Scheiße, unter der Brücke. Der arme Junge. Aber warum? Ich hab ein Gemälde gemacht. Ja, oh. Aber hast du gemerkt, er hat eigentlich die treuesten Fans und die krassesten. Bei ihm ist die Bewertung immer top. Immer top. Ja, das ist, weil er immer heimlich die Folgen länger lässt. Naja, der schneidet sie ja. Ja, ja, das ist unser König des Schneidens. Oh Mann, das ist so gemein. Wir hatten gestern eine... Ich wollte euch ein Bild aufhängen. Komm, schau, Fabi, hier, damit du Schuldgefühle hast. Ah, ich habe keine Schuldgefühle. Guck mal, hier, da. Wo? Siehst du, habe ich für dich gemacht. Ah, du hast bestimmt bei mir geklaut, das Bild. Nein, ich habe Leute, schreibt Fabi, dass ich es gemacht habe selber. Ja. Ach so, ja, nochmal offiziell Entschuldigung, gell, weil ich dich mal dumm angemacht habe wegen der verlorenen Steinmaschine, die ich oben gemacht habe. Aber du hast dich letztes Mal ja schon entschuldigt. Ja, ich weiß, aber ich habe wenn du dich so oft entschuldigst, dann kommt das ein bisschen Emo. Emo? Nein, ich bin ja so ein sensibler Typ. Ja, ich dachte, weißt du, warum nicht? Der wartet nur drauf, dass sich einer entschuldigt. Ja, warum nicht, gell? Ich hab euch alle lieb! Bitte entschuldige dich, ich hab doch nichts gemacht. Entschuldige dich von deiner Scheiße. Ja, aber jeder von uns ist verschieden. Ja. Verschieden? Ja, jeder ist anders. Manche sind so, manche sind so, manche sind Avatar. Dima ist eher Macho von uns. Macho? Ich Macho. Macho Man. Und ich hab mich jetzt verlaufen vor Lachen. Also, wenn ich Macho bin, dann bist du, keine Ahnung, Ballerina. Und Ballerina geht gleich in die Hölle. Die erste Ballerina, die in die Hölle kommt. Ballerina ist die Hölle. Oh Mann, ey, wie habt ihr hier das gebaut? Ich komm niemals aus dem Dach. Boah. Wie kommen... Ja, jetzt. Was gebaut? Ja, da oben auf dem Dach, ich verlauf mich immer. Wie auf dem Dach? Auf dem Dach? Ja, auf dem Dach. Wer hat was auf dem Dach gebaut? Sag nichts Falsches, da ist alles perfekt gebaut. Sag nichts Falsches, sonst wird der Dima böse. Ja. Ich mag das nicht. Ja. Macho Man. Holz im Haus? Wer hat Holz im Haus? Wir. Holz vor die Hütten, ne? Ich komme ja sowieso nicht lebend zurück und jeder weiß das von uns. Jeder weiß, dass ich nicht zurückkomme. Jeder weiß, dass der Sascha jetzt wieder stirbt. Jeder weiß, dass der Sascha... Jeder weiß, dass das Auto schön ist. Jeder weiß, dass Sascha jetzt wieder stirbt. Ich verlasse hier meine Sachen. Fabio, du kriegst meine... Kannst du dich noch an das Video erinnern, wo wir jeder weiß, dass das... Ja. Und da habe ich doch im Auto in diesem Kostüm die ganze Zeit ganz laut gesungen. Dieses, jeder weiß, dass das ja, mein Auto ist. Falsch gesungen, jeder ja. weiß, dass das mein Auto ist. So schlecht. Ja, aber es hat doch Spaß gemacht. Oh ja. Was, wo haben wir Essen im Keller doch, man oder? Man sagt ja immer, man darf nicht über dumme Menschen lachen. Deswegen habe ich auch nicht gelacht. Oha, jetzt hört man wieder ein bisschen persönlich, gell? Oh. Bergmann, ich bin schlau. Ei, oh ja, warum Ei, bringen die Schweine rein? Ich bin das Schwein plötzlich. Ja, die geht's ja aber auch nicht mehr gut, oder? Oh, du siehst ja goldig aus. Und du. So. Nee, die Schafe sehen voll böse. Ich bin bereit für mein erstes Abend. Böse? In der Hölle. Ja, die haben so ein ganz wie ein Mann. Böses Gesicht. Du wünsch mir alles Gute. Gehst du runter jetzt? Ja, und habt ihr mein Testament gehört? Ich hab gesagt, Fabi kriegt PlayStation und Dima kriegt meine alle Videospiele. Alles oder was? Was soll ich denn mit noch einer PlayStation? Und dann hast du ja nur noch eins, das komische mit Flugzeugen. Wie heißt ja, aber Ace Combat.
Ja, aber ist doch auch nicht schlecht. Mhm. Ja, was hast Oha! Du hast ich hab was gefunden. Hier. Scheiß. Du nichts Außenseiter-Flyer. Flyer! Aber was du gestaltet hast. Was noch? Meinen Stern kannst